Moin, ich bin gerade vor ein paar Minuten fertig geworden mit einem Videoprojekt für einen Kumpel. Und ein Problem, was wir jedes Mal haben, oder was man jedes Mal hat, wenn man für irgendwen anders arbeitet, beziehungsweise den Gefallen tut und ein Video baut, ist folgendes. Man schneidet ewig, macht das alles so gut wie möglich und versucht das authentisch zu lassen. Versucht ein paar Sachen reinzubringen, die persönlich sind und Charakter haben. Und die vielleicht ein bisschen was von der Person zeigen, die man filmt. Und dann schickt man am Ende das Video raus. Und die meisten Leute, das ist zumindest meine Erfahrung oder unsere, sagen dann, ey, kannst du mal zwei, drei Stellen rausschneiden, bitte? Und in der Regel ist das ja auch nicht schlimm. Das Problem ist, dass das meistens die Stellen sind, die authentisch sind, die interessant sind und die persönlich sind. Das heißt, die Stellen, wo man sich ein bisschen überwinden muss, die mit anderen Leuten zu teilen. So wie ich das hier halt auch oft mache. Ich meine, wenn meine Videos nicht ein Stück weit authentisch wären, dann würdet ihr die gar nicht gucken. Dann würdet ihr denken, Alter, was versucht der mir eigentlich da irgendwie vorzumachen? Was ist denn sein Plan? Will ich verarschen? Ist immer alles schön und toll und so. Und ich zeige halt einfach, wie ich bin, was ich mache, was vielleicht komisch ist, wo andere Leute denken, Alter, sowas kannst du doch nicht hochladen. Kriegst ja nie wieder in deinem Leben einen Job. Das mache ich halt trotzdem, weil ich halt einfach ehrlich sein will mit dem, was ich hier teile. Und natürlich gibt es Sachen, die ich nicht teile, weil auch ich ein paar Sachen habe, die ihr nicht wissen müsst. Ist einfach so. Und wenn wir jetzt aber für Kunden oder Kumpels arbeiten in dem Fall, und die wollen alles rausgeschnitten haben, was eigentlich die Person von allen anderen Personen in dem Bereich unterscheidet, dann denkt man sich halt so, ey, weiß ich nicht, scheiß drauf, hau das einfach raus. Zeig Leuten, dass du, keine Ahnung, ein Stück weit vielleicht verletzlich bist oder dass du lustig bist oder keine Ahnung, das sind neun Finger an einer Hand, das ist irgendwie so eine Sache. Und die meisten Leute tendieren dazu, das einfach zu verstecken. Bei ein paar anderen Projekten vorher war das genauso. Da waren ein paar richtig coole Szenen dabei. Intime Gespräche, persönliche Sachen. Und in der Regel sind das immer die Dinger, die Leute nicht drin haben wollen, weil sie sich nicht trauen. Weil sie Angst haben, dass andere Leute denken, oh, der ist ja so, oder der ist ja sensibel, oder der ist ja was auch immer, der übertreibt ja ganz schön dolle. Und anstatt dass die Leute das als Option sehen, als Möglichkeit, sich von anderen zu differenzieren, von anderen YouTubern, Musikern, Sportlern, wie auch immer, sehen die es immer als Nachteil. Und das Ergebnis ist halt, dass die Videos, die am Ende dabei rauskommen, genauso rund und genauso gerade sind, wie von allen anderen, die Videos machen. Das ist so ein Punkt, der mich wirklich ein Stück weit ärgert, weil man dann immer so denkt, Alter, scheiß doch einfach drauf, stell das doch mal raus und guck mal, was passiert. Fazit aus diesem Video ist einfach: Traut euch. Das ist ein scheiß Klischeesatz, aber es ist so. Wenn ihr irgendwie einen Einfluss haben wollt oder einen Unterschied machen wollt, müsst ihr anders sein. Und der einfachste Weg, anders zu sein, ist einfach durch die Persönlichkeit, die ihr sowieso habt. Alle meine Kumpels sind unterschiedlich. Und daran haben die nicht gearbeitet oder haben sich das im Voraus so irgendwie überlegt, oh, was kann ich denn machen, damit ich jetzt nicht so bin wie der andere Freund. Sondern die sind einfach so. Und genau das ist die Stärke. Das muss man nach außen kehren und mit anderen Leuten zeigen, wenn man in einem bestimmten Bereich was machen will. Sonst bleibt das nämlich alles glatt und rund und am Ende interessiert es niemanden.